Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit dir meinen super duper Kuschelponcho nähen. Und ja, der kann total variabel mit oder ohne Rollkragen genäht werden oder auch mit oder ohne Ärmel. Und das macht ihn wirklich zu so einem, ja, Ganzjahres Kuschelüberwerferli. Gern im Winter als Pulloverersatz oder im Sommer eben zum oben drüber ziehen. Ja, also, ich wünsche dir viel Spaß beim Gucken. Der Poncho ist für die Größen 34 bis 48, aber dadurch, dass er eben sehr lässig und bequem sitzt, kann man den gern auch noch als ein bisschen größere Dame nähen. Das kommt eben auch ganz drauf an, wie du den Sitz gern hast. Und dann kannst du eben Ärmel nähen, Rollkragen und der ist natürlich perfekt für Kuschelstoffe wie Sweatstrick oder Jacquard. Und los geht es mit dem Zusammennähen von Vorder- und Rückteil. Das wird ja aus dem gleichen Schnittteil mit unterschiedlicher Halsöffnung ausgeschnitten. Und du legst beide Schnittteile rechts aufeinander und nähst oben an den Schultern beides zusammen. Also ganz einfach und easy und der Poncho ist auch wirklich so ein ganz perfektes Kleidungsstück, was man so als Nähanfänger mal ausprobieren kann. Und was sich einfach und schnell nähen lässt. Jetzt sind auch schon die Ärmel dran. Wenn du den Poncho ohne Ärmel nähen möchtest, dann kannst du jetzt hier einfach diese Kante des Ärmels versäubern, da entlang und dann nach innen umschlagen und feststeppen. Und ansonsten wird jetzt genau da der Ärmel angelegt. Und ich habe jetzt hier nicht wie im Schnittmuster angegeben, sondern eben anders die Ärmel 90 Grad zum Fadenlauf zugeschnitten, weil ich gerne wollte, dass das Muster weiterläuft. Na, das sieht nämlich hinterher richtig toll aus und sonst würde es so aussehen und das wollte ich nicht. Genau, deshalb habe ich, wie gesagt, den Fadenlauf 90 Grad gedreht und nun nimmst du den passenden Ärmel, legst ihn rechts auf den Ärmelausschnitt und das Ganze wird dann zusammengenäht. Jetzt präpariere ich mir den Rollkragen und ich habe den viel länger zugeschnitten, das sind wieder 50 cm, weil ich ihn wirklich richtig kuschelig haben möchte. Und er wird ja auch im Bruch zugeschnitten und es ist eigentlich total praktisch, wenn du den gleich rechts auf rechts in den Bruch legst und zuschneidest, denn dann liegt er eben auch perfekt so, dass er auch gleich zusammengenäht werden kann. Genau, hier habe ich jetzt nicht ganz sauber gefaltet, deswegen korrigiere ich das nochmal so ein bisschen und dann stimmt das auch mit der Nahtzugabe. Aber das Gefummel entfällt halt, wenn du den Rollkragen und auch später das Bündchen eben gleich rechts aufeinander legst, den Stoff und so zuschneidest. Genau, nun einmal dort zusammennähen. Bevor ich gleich zum Rollkragen komme, lege ich mir jetzt den Poncho rechts auf rechts zusammen und nähe einmal die beiden Seitennähte zusammen. Und zwar vom Ärmel ausgehend nach unten. Genau. Und wenn das passiert ist, dann geht es weiter mit dem Ausschnitt. Und in dem Video hier erkläre ich jetzt natürlich den Rollkragen. Im nächsten Video zeige ich dann, wie das Ganze mit Beleg genäht wird. Für das Annähen des Rollkragens gibt es auch zwei verschiedene Varianten. Ich mache immer die hier am liebsten, lege also den Poncho ja, mit der rechten Seite nach außen vor mich hin und nehme mir dann da den zugeschnittenen und zusammengenähten Rollkragen. Der wird jetzt einmal da mittig gefaltet, so dass er auch wirklich richtig kuschelig ist. Und jetzt bitte hier aufpassen, dass auch die Naht richtig schön übereinander liegt und da nichts verrutscht ist. So, die Naht kann jetzt natürlich, wie im Schnittmuster angegeben, hinten mittig rangenäht werden. Oder ich habe es jetzt hier mal so gemacht, damit es einen schönen Lauf nachher gibt, dass ich diese Naht vom Rollkragen eben dann passend zur Naht von der Schulter angelegt habe.
Genau, nun lege ich mir den Poncho einmal schön zusammen und stülpe dann den Rollkragen über den Ausschnitt rüber. Man kann das auch andersrum machen, indem man den Poncho auf links dreht und dann den Rollkragen eben in den Poncho reinpackt. Für mich ist es so rum immer einfacher. Ja, und deshalb habe ich mir eigentlich die Variante angewöhnt. So, jetzt wieder schauen, dass da diese zwei Nähte übereinander liegen oder auch drei Nähte, also zwei vom Rollkragen und einmal die Seitennaht vom Poncho. Und jetzt wird alles gut angesteckt und eben fürs Nähen vorbereitet. Wenn du dann diese zwei Lagen vom Rollkragen und eben die eine Lage vom Poncho zusammengesteckt hast, dann wird der Rollkragen an den Ausschnitt angenäht. Meinen Poncho hier habe ich ja auch mit einem Bündchen genäht und das Bündchen schneide ich mir zu. Ich mag das immer gern in so einer Wohlfühllänge. Das heißt, ich schneide immer so eine Gesamtbreite von 15 cm zu und das Ganze wird ja dann in der Mitte nochmal gefaltet, ne? Und der Ton hier, der passt halt auch super und ja, ich finde, das ist eine richtig gute Kombi. Der Schlauch wird dann erstmal aufgeschnitten. Und wie lang du jetzt das Bündchen zuschneidest, und Länge meine ich jetzt hier den Umfang, das hängt wirklich immer so ein bisschen von deinem Ponchostoff auch ab. Denn je nachdem, wie dehnbar der ist, kannst du nach der normalen Formel gehen, eben diesen Ausschnittumfang mal 0,8. Aber du siehst hier schon, das ist jetzt die Länge. Oder in der Länge ist er gut dehnbar, aber eben da, wo ich ihn fürs Bündchen annähen, dehnen müsste, da gibt der jetzt hier, der Jacquard, nicht so viel her. Also nähe ich jetzt wirklich fast ein Bündchen ran, was so den Umfang von dem Ärmel hat, ne? Also ich habe da mal rumgemessen und bin dann auf 22 cm Umfang gekommen. Aber das musst du wirklich ein bisschen ausprobieren und eben schauen, wie elastisch dein Bündchen ist und wie elastisch auch der Stoff vom Ärmel ist eben, ne? Genau, ich schneide jetzt hier 11 cm im Bruch gelegt ab, sodass wir nachher dann auf 22 kommen. Und die Kante da, die war nicht so schön, deswegen ist da jetzt auch ein bisschen Verschnitt drin. Aber es soll ja nachher auch gut zu tragen sein und schön aussehen. So, das Ganze brauchst du jetzt natürlich mal zwei, noch für den anderen Ärmel. Und da kannst du natürlich einfach das erste Bündchenteil drauflegen oder eben nochmal abmessen. Ja, wie auch immer. Du kannst so auch den unteren Abschluss vom Poncho versäubern. Ja, dann würde sich das wieder schön wiederfinden. Also Bündchen am Ärmel und Bündchen unten am Poncho. Und du kannst den Poncho unten aber auch einfach versäubern. Und einmal nach innen umklappen, die Nahtzugabe und dann eben feststeppen. So habe ich es dann auch gemacht. Genau, jetzt wird alles rechts aufeinander gelegt und dann in der Längsseite da zusammengenäht. Und damit das Ganze nachher auch richtig schön aussieht und eben sich da auch die Nähte treffen und alles schön ineinander übergeht, mache ich das immer folgendermaßen. Ich nehme mir das zusammengenähte Bündchen, falte es links auf links und jetzt zum ersten Mal schön darauf achten, dass sich die Nähte da treffen und das Ganze schön ausformen. Und manchmal kräuselt sich das da so ein bisschen. Man kann das auch schon mal stecken, wenn man da sicher gehen möchte. Aber wenn man da ein bisschen Übung hat, geht das auch ohne Feststecken. Und nun nehme ich mir dieses Bündchenstück und stülpe das immer über meine Hand rüber. Ja, also erstmal schön so platzieren, dass da die Naht sichtbar ist. Dann ziehe ich das Bündchen über meine Hand rüber.
Und dann kann ich es nämlich richtig schön den Ärmelausschnitt in die Hand nehmen und das Bündchen über den Ärmel rüberziehen. Und zwar auch so, dass der Ärmelstoff sich da nicht so sehr in Falten legt. Ja. Dann kann man das platzieren, schön feststecken und eben wieder annähen. Und dann ist er auch schon fertig. Das war der letzte Schritt. Und das ist wirklich super easy und einfach zu nähen. Im nächsten Video zeige ich dir nochmal einen Poncho mit Taschen und eben mit Beleg. Ja, also auch das Schnittmuster ist extrem variabel und auch richtig, richtig kuschelig. Also ich liebe meinen Poncho und ja, er ist perfekt zum Drüberziehen im Sommer. Da freue ich mich auch schon drauf, aber er ist eben jetzt auch super als Pulli-Ersatz. Und es ist ein richtig cooles Wohlfühlteil. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du magst das Schnittmuster. Und ich freue mich natürlich über ein Abo oder einen Daumen hoch. Und genau, bitte die Benachrichtigung aktivieren, wenn du gerne über neue Videos von mir auch in der Infobox benachrichtigt werden möchtest. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!